Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play zum Modpack Horizons von FeedBeast für Minecraft. Ja, das ist eine Public Beta, also es kann sich noch viel ändern. Es kann noch viele Bugs drin haben und so, aber ich wollte es unbedingt mal euch zeigen. Die Mods sehen vielversprechend aus. Zum Beispiel gibt es hier ja, sehr viele, zum Beispiel Tinker's Construct, sehr gut, kenne ich. Towncraft kenne ich. Genetik, Agrikultur, das ist glaube ich unter Wasser. Das ist ein Magie-Mod, Ars Magica 2. Das ist Agrikultur, das ist an Land und das ist dann was, das Aquakultur, genau. Ja, gibt relativ viele neue Mods, die ich überhaupt nicht kenne. Backpack, sehr gut, das brauche ich natürlich als Sammler. Better Chests, cool. Beyond the Plant ist wieder drin. Das erstellt neue Gebiete und so. Farlanders kenne ich jetzt vom Namen her. Weiß nicht, wie, was das ist genau. Ferne Länder irgendwie, vielleicht andere Welten oder so. Gascraft Inventory, Tweak Jabba, Magical Crops, Mistcraft. Ja, Mistcraft erstellt andere Welten, die unterschiedlich sind. Also Besonderheiten haben. Und sonst sind alles so komische Schildmods. Also naja, Schildmods sind es nicht, sonst wird da hier stehen 20 oder so. Aber ja, wir werden dann sehen. Ich bin auch gespannt. Ich habe es noch nie probiert, aber wir werden mal schauen. Haben wir ein Ressourcenpaket? Nein. Okay. Machen wir die Grafiken, stellen wir ein bisschen hoch. Brightness machen wir auf 50%. Ich will da nicht irgendwie alles sehen oder nicht sehen. Da mache ich ja 50, also die Hälfte. Fans ist gut. Ja. Controls. Ist auch alles gut. Dann erstellen wir uns einmal eine Welt. Wir nennen sie einfach mal. Ja, wir wollen sie nennen. Wir nennen sie einfach mal Let's Play. Damit ich weiß, ah, das ist die Let's Play-Welt. Game Mode machen wir natürlich Survival an. Und hier machen wir auf... Also hier gibt es zwei zusätzliche noch. ATG, das weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Alternativ, ja, alternativ wollen wir eigentlich nicht. Wir nehmen Biomes of Plenty, dann gibt es komplett neue Biome, alles mögliche. Hier machen wir die Cheats an, wenn wir mal irgendwo feststecken und so, wäre gut, Game Mode kurz machen, dann wieder rausgehen. Aber sonst cheaten werden wir ja nicht. Und Seed, ne, geben wir auch nicht ein. Okay, starten wir mal eine Welt. Ach ja, der Schwierigkeitsgrad ist auf leicht. Am Anfang. Geht lange. Ah, jetzt. Das sind viele Mods. Oh, und es ist laut. Es ist laut. Noch leise machen. Okay. Da war mal eine Kiste. Wahrscheinlich. Wegen diesem Gravel-Zeugs. Okay. Ne, wir sind schon ein bisschen komisch. Wir sind hier irgendwo an einem See. Überall sind Kühe. Und wir haben einen Seed, Snowbell Seed. Okay, wir machen hier mal...
das ist jetzt ganz anders. Ja, toll. Ich komme vorne und hinten nicht raus. Ja, lassen wir es einfach so. Ja, Gravel brauchen wir nicht. Also es wird oben alles angezeigt, was es ist. Ah, eine Kuh. Okay. Und es steht Merry Christmas. Also ein Dorf haben wir schon mal in der Nähe. Fällen wir kurz mal ein bisschen Holz. Hier gibt es neue Büsche. Okay. Schauen wir mal, das ist Wild Raspberry. Raspberry sind Himbeere. Himbeeren. Weiß ich, was Raspberry sind. Hier ist Moos. Drum. Was ist denn Drum? Schwer zum Abbauen. Drum. Morsel. Dort hinten ist noch ein komischer Baum. Ist noch ein Busch, das sind Blueberry. Ohne dass ich es gesehen habe. Gesucht, gedacht, es gibt nämlich nur blaue Berries, irgendwie eine blaue Berry und das sind Violet Berry, Blackberry. Okay, hier ist ein Gravelstrand, ist vergiftet, eine Poison Ivy. Da müssen wir aufpassen, die verletzen uns. Also schauen wir mal ins Dorf. Was gibt's hier? Hier gibt's wieder so ein Ice Seed. So. Wir setzen die mal irgendwo hin. Pflanzen sie hier rein. Ja. Oh, wachsen noch relativ schnell. Irgendwas noch zum Pflanzen, die kann man ja nicht pflanzen, ne? Nehmen wir hier noch ein paar Potatoes. Sind die gut? Mature heißt wahrscheinlich gewachsen. Also komplett ausgewachsen. So. Ah, hier steht zum Beispiel die Prozentanzahl. Mature ist dann fertig. Okay. Gehen wir mal in dieses Haus. Ah, hier gibt es noch Karotten. So. Schafe gibt es hier. Okay, hier gibt es eine Workbench. Dann machen wir mal eine Spitzhacke. Und ja, Schwert nicht. So gefährlich sieht es noch nicht aus. Aber haben wir hier irgendwo eine Höhle? Sonst müssen wir irgendwie der Brunnen abbauen oder so. Das will ich nicht. Ah, eine Sonnenblume. Sonnenblume. Ein pinker Baum. Hier gibt es doch eine Höhle. Fast, aber hier können wir abbauen. Ohne die Landschaft zu verunstalten. So. Das sieht irgendwie nach Baumwolle an. Ja. Aus. Okay.
wieder Blueberry. Das ist hier Rutabaga. Was ist denn Rutabaga? Kenne ich nicht. Könnte irgendwie so eine Knolle, eine... Steht da? Irgendwie rot. Weiß doch nicht. Wie heißen diese Knollen? Ich bin nicht so gut im Landwirtschaftlichen. Wir haben keine Schmiede hier. Nur zwei große Häuser mit Bücherregalen drin. Nee, nicht mal hier. Ist auch nichts drin. Ein Kaktus. Flowpot Name. Die haben noch keinen Namen. In der Kirche ist auch nichts. Die zahlen mit Coins. Erdbeeren. Die nehmen wir natürlich. Okay, da es hier nicht so viel gibt, gehen wir lieber ein bisschen weiter. Sonnenblume nehmen wir nicht mit. Da ist eine Tundra. Wir erkunden am Anfang noch ein bisschen die Gegend. Wenn es dann problematisch wird, kann wir immer noch zurückgehen. Aber ich will nicht, dass die Dorfbewohner dann von starken Monstern oder so getötet werden. Grape. Grapefruit. Hm, weiß nicht. Da weist der das runter. Root. Okay. Da fliegt etwas. Jetzt sind wieder Blackberries. Ja, wir haben noch Platz. Nehmen wir eine Sonnenblume mit. Okay, da drüben ist eine Insel. Da ist ein neues Erz und hier ist Tamaroot. Nehmen wir auch mit. Was ist das? Magnetic Ore. Können wir Magneten herstellen? Nice. Herb Block. Okay. Erdbeeren. So langsam müssen wir irgendwo ein Haus errichten oder so. Wir haben leider noch kein Bett. Ja, die Schafe will ich auch nicht töten. Dort ist jemand, eine Frau. Ja, errichten wir das Haus hier. Eine Dryade, okay. So schön, hier am Meer. Die hat da was. Okay. Also, ja toll, wir haben nichts zum Bauen. Oh nein, es wird langsam dunkel. Es ist immer so viel zu sehen, wenn ein neuer Mod rauskommt. Dann vergessen wir wirklich das Wichtigste am Anfang. Also Essen haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir ein Crafting Table. So.
machen wir uns zuerst Kisten. So, und hier legen wir mal das meiste einfach mal rein. Stahl brauchen wir momentan auch nicht. Die können wir gerade mal anpflanzen. Und